Hallo und herzlich willkommen auf Gütersloh.tv. Ich bin Dominik und ich stehe gerade auf dem Skateplatz am Bordteil 5 der Weberei, wo im Rahmen der Sommerferienspiele gleich ein Skateboardkurs anfängt. Hier erlernen Jugendliche zwischen 6 und 17 Jahren die Tricks und Moves des Skateboardens und das richtige Verhalten auf den Rampen. Das Interessante, die Kursleiter sind selber noch Jugendliche. Ich werde mal schauen, was den Skateboard-Anfängern so beigebracht wird und gucken, ob das alles wirklich so leicht ist, wie es aussieht. Auf geht's! Das Brett, das die Welt bedeutet. Das war am Freitag das Motto des Skateboarding-Kurses, der auf dem Skateplatz am Bordteil 5 der Weberei stattfand. Die Kursleiter Carlo Brummel, Dustin Bunk und Nils Neumeier zeigten den jungen Kursteilnehmern nicht nur die Grundlagen des Skateboardens, sondern auch einige Tipps und Tricks. Hierfür stand ihnen der Skatepark am soziokulturellen Zentrum in Gütersloh exklusiv zur Verfügung. Grundvoraussetzung, um mitmachen zu können, war allerdings ein eigenes Skateboard, die richtige Schutzkleidung und der so wichtige Helm. Ohne den ging gar nichts. Dann ging es auch schon los. Der Kurs wurde zunächst nach Alter und Skateboard-Erfahrung in drei Gruppen eingeteilt. Kursleiter Nils Neumeier betreute die Anfänger, die vorher noch nie auf einem Skateboard standen, und brachte ihnen die Grundlagen des Skateboardens bei, wie zum Beispiel das Aufsteigen aufs Brett, das Anfahren, Lenken und Stoppen. In den zwei anderen Gruppen zeigten Carlo Brummel und Dustin Bunk ihren Lehrlingen die Kontrolle über ihr Board sowie das richtige Hoch- und Runterfahren von der Rampe. Wäre doch mal interessant zu wissen, was die Teilnehmer zu dem Skateboarding-Kurs so zu sagen haben. Es macht einfach Spaß. Auch einfach Spaß. Einfach Spaß. Ja. Was habt ihr denn schon so gelernt hier in diesem Kurs? Ein Ollie und Droppen und noch ein paar andere Sachen. Und ich habe einfach nur Rampen hoch, Rampen runter. Naja, ganz so einfach war es natürlich für jeden nicht. Während manche klein anfingen und das Runterfahren auf den kleineren Rampen übten, konnte man bei den anderen Teilnehmern schon bemerken, dass sie die Kontrolle über ihr Board beherrschen und so sicher mit ihrem Skateboard über den ganzen Parcours fuhren. Wo sich die drei erfahrenen Kursleiter das Skateboarden angeeignet haben und wie lange sie das schon machen, verrieten sie uns in einem Interview. Ich skate schon über 4 Jahre oder ich weiß es auch nicht genau, auf jeden Fall schon lange, und da war der Park hier auch noch nicht erbaut und da habe ich angefangen in meiner Straße und so hat sich das dann halt entwickelt und dann, als es hier erbaut wurde, dann bin ich halt hier gefahren und dann hat sich das so entwickelt. Ja, ich bin angefangen vor 3 Jahren über meinen Cousin, der hat mir ein Videospiel geschenkt, dann fand ich das halt ziemlich geil und so habe ich mir irgendwann selber ein Brett gekauft, bin angefangen an der Anne-Frank-Schule mit Nils und so. Ja. Ja, ich skate ungefähr seit 4 oder 5 Jahren, so genau weiß ich das nicht, aber ich habe angefangen mit meinem Kumpel in der Schule. Wir sind halt auch vorher nur auf der Straße gefahren, weil es hier noch keinen Park in Gütersloh gab, und seitdem es hier den Park gibt, bin ich eigentlich fast jeden Tag. Ja, interessant. Was hat euch genau dazu bewogen, diesen Kurs zu leiten und anderen Jugendlichen das Skateboarden beizubringen? Ja, wir finden es halt auch immer gut, wenn Nachwuchs an unserem Skatepark ist und nicht immer die gleichen auf dem Skatepark sind. Und deswegen wollten wir mal gucken, wer es hier so neu machen will und keine Ahnung. Ja, halt einfach junge Leute dazu motivieren, auch auf dem Brett zu stehen, auch Spaß dran zu haben. Ist einfach, weil es einfach ein geiler Sport ist. Ja, der Meinung bin ich auch. Also es ist cool, den Leuten das beizubringen und denen was zu zeigen, und dann sieht man auch, wenn die Erfolg haben, also es macht schon Spaß. Den jungen Teilnehmern machte es sichtlich Spaß, mit ihren 4 Rollen die Rampen hoch und runter zu fahren, auch wenn es normal war, dass alles noch nicht so richtig klappte. Nach dem einstündigen Kurs fühlten sie sich aber trotzdem sicherer und konnten schon einige coole Anfängertricks vorführen. Wie man es richtig macht und was die drei erfahrenen Skateboarder auf den Rampen so drauf haben, zeigten sie den Teilnehmern am Ende des Kurses. In diesem Sinne, lasst die Bretter fliegen!